Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt mir super viele Fragen über die neue Fragenfunktion bei Instagram gestellt. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Auch Manu hat Instagram, dort heißt er Manu Desiderio. Also schaut da auch sehr, sehr gerne vorbei, verlinke ich euch aber auch nochmal in die Infobox. Bei uns gibt es auch wöchentlich, wollte schon sagen täglich, es macht ja gar keinen Sinn, wöchentlich immer eine Verlosung, eine ganz, ganz fette. Also schaut da auch gerne immer mal wieder vorbei, falls ihr Bock habt, bei sowas mitzumachen. Weil wie gesagt, ich bekomme ja immer super, super viel PR-Samples und dann gebe ich das auch sehr gerne an euch weiter. Und da ist Instagram immer der beste Ort dafür. Also folgt gerne mir und Manu. Und ihr habt mir, wie gesagt, super, super viele Fragen gestellt. Ich komme da auch schon gar nicht mehr hinterher. Aber es sind wirklich richtig, richtig viele. Auch viele gleiche Fragen und ich habe auch schon mein Handy in der Hand und gucke schon fleißig. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der ersten Frage. Und zwar, kommst du aus der Nähe von Aachen? Viele von euch, die mich auf Instagram verfolgen, wissen ja, dass ich gestern in Aachen war. Und nein, ich komme nicht aus Aachen, auch nicht aus der Nähe von Aachen, sondern ich war in Aachen, weil mein Freund, also Manu, sich mit ein paar Kumpels dort getroffen hat. Und dann war ich mit meiner Mutter ein bisschen in der Stadt und haben da ein bisschen geshoppt, sag ich mal, wo ich mir eigentlich nichts gekauft habe. Wir haben eigentlich 3 Stunden im Nagelstudio verbracht, weil ich mir meine Nägel habe machen lassen. Ich habe jetzt schwarze, kurze Nägel und meine Fußnägel habe ich mir da auch noch machen lassen. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig für den Sommer. Und das haben die wirklich gut gemacht und total viele haben mich hier auch gefragt, wo ich in Aachen war. Das ist direkt in der Innenstadt. Das hat neu eröffnet. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie das heißt. Ich glaube, Glamour. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Irgendwas mit G, Glamour Deluxe oder irgendwie sowas. Ich kann es euch jetzt gerade gar nicht sagen. Was magst du am meisten an Serbien? Das ist definitiv einfach so diese ganze Gesellschaft dort. Die Leute sind halt irgendwie so ganz anders, voll herzlich und machen dir sogar auch mal Komplimente auf der Straße und so. Ich finde, es ist irgendwie ganz anders als in Deutschland. Du gehst zum Beispiel in einen Park, wo du wirklich gar keinen kennst und ja, verknüpft sich direkt so mit den Leuten und ja, lernst du sofort jemanden Neues kennen. Und das ist hier in Deutschland, finde ich, nicht so. Also ich mag die Leute, die Art der Leute auch total gerne, weil die dort irgendwie so offen sind und voll locker und richtig herzlich. Das finde ich an Serbien cool und auch das Essen, das mag ich auch sehr, sehr gerne. Egal, wo ich hier in Deutschland irgendwo serbisch essen war, ich muss wirklich sagen, es hat mir nicht einmal gut geschmeckt, weil man kann es eigentlich nicht vergleichen mit Serbien, weil da schmeckt es irgendwie trotzdem noch viel, viel besser. Hier fragt jemand, was meine Lieblingsreiseziele sind. Also meine Lieblingsreiseziele sind definitiv Ibiza und Serbien. Das sind so meine 2 Favorites. Würdest du auch mal ein Video auf Serbisch drehen? Ja, das kann ich auf jeden Fall mal machen. Gib diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr ein komplettes serbisches Video von mir haben wollt. Da kann ich ja vielleicht mal so ein Style and Talk machen, komplett auf Serbisch. Für die Leute, die es nicht verstehen, wird es wahrscheinlich super witzig sein. Aber für die Leute, die es verstehen, ist es bestimmt auch sehr, sehr interessant. Also ein serbisches Video kann ich auf jeden Fall mal machen. Falls ihr das wollt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid. Dann werde ich das mal machen. Bist du momentan zufrieden mit dir bzw. mit deinem Leben und klappt alles so, wie du es dir vorstellst? Die Frage muss ich mit Ja und mit Nein beantworten. Also vieles klappt natürlich so, wie ich es mir vorstelle. Ich bin auch sehr, sehr glücklich. Allerdings wisst ihr ja wahrscheinlich auch, dass wir momentan ein eigenes Haus haben wollen und halt auch auf der Suche nach einem Bauplatz sind. Und da klappt halt wirklich einfach mal gar nichts momentan. Und da bin ich halt ein bisschen frustriert und auch deprimiert irgendwo, weil ich mir so denke, das wird ja nie was. Aber ich bleibe dran, werde weiter rumtelefonieren und rumgucken und suchen. Und irgendwann wird sich da hoffentlich auch was ergeben, weil mit unserer aktuellen Wohnlage bin ich halt eben nicht zufrieden, weil die Räumlichkeiten gefallen mir nicht so. Ich kann die Wohnung nicht so einrichten, wie ich möchte, weil immer irgendwas nicht passt, durch die Dachschrägen auch. Und es ist wirklich super, super schwierig, weil ihr müsst euch mal vorstellen, ihr habt was im Kopf, aber könnt es halt gar nicht umsetzen, weil es die Wohnung nicht hergibt. Und das finde ich halt sehr, sehr schade. Trinkst du Alkohol? Wenn ja, was trinkst du am liebsten? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich trinke echt gar keinen Alkohol. Wenn ich mal Alkohol trinke, ist es wenn vielleicht mal im Urlaub oder so. Aber so halt auch mit Freunden trinke ich eigentlich gar keinen Alkohol, weil es mir halt erstens nicht schmeckt. Und wenn ich halt wirklich was trinke, dann eventuell halt so ein Cocktail, Pina Colada. Aber selbst das schmeckt mir halt mit Alkohol nicht. Dann trinke ich auch mal nur so ein bisschen und lasse es dann stehen. Also keine Ahnung, ich bin halt eher so der Typ, der leckere Sachen trinkt. Aber so alkoholtechnisch schmeckt mir, glaube ich, echt nur Malibu, wenn du es halt mischt mit irgendwas. Wenn du irgendwann Kinder bekommst, ist es dir wichtig, dass sie Serbisch können? Ja, auf jeden Fall. Ich finde das ganz schlimm, wenn sich meine Kinder später mit meiner Tante oder so oder mit meiner Oma aus Serbien gar nicht unterhalten können. Oder generell, wenn wir da sind, dass die einfach kein Wort verstehen. Ich bin ja auch dabei, den Manu fleißig Serbisch beizubringen. Der versteht auch schon vieles und kann auch antworten. Und ja, ist mir halt sehr, sehr wichtig, dass die halt echt Serbisch sprechen können. Das finde ich wirklich schlimm, wenn das so kommen würde, dass die wirklich nur Deutsch sprechen. Finde ich echt nicht cool. Welchen deutschen YouTuber magst du nicht? Ja, das ist wirklich eine gute Frage.
Ja, wenn ich halt so toll wäre, würde ich natürlich ein ganzes Video über solche Leute drehen, die ich nicht mag. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich beschäftige mich mit den Leuten auch nicht, die ich nicht mag. Es gibt natürlich Leute, die ich nicht mag, ja, aber wie soll ich das sagen? Es gibt YouTuber, die kommen einfach nur, nutzen dich knallhart aus und dann kennen sie dich nicht mehr. Tschüss. Wenn du die irgendwo anders dann siehst, kommt da nicht mal ein Hallo. Die tun so, als würden die dich gar nicht kennen. Und solche YouTuber kann ich halt eben nicht leiden, die halt wirklich einfach nur drauf aus sind, alles von dir aufzusaugen, aber nicht zurückzugeben. Oder halt einfach so tun, als würden die dich halt nie im Leben gesehen haben, als würdest du gar nicht existieren, obwohl du halt im Endeffekt nichts getan hast. Und da gibt es wirklich einige Leute, die sind so. Und solche Leute kann ich halt eben nicht leiden. Und finde ich auch sehr, sehr schade, dass sich jeder, sag ich mal, so entwickelt und dass es nur um Zahlen geht. Weil im Endeffekt, mir ist es doch scheißegal, ob jetzt jemand 50.000 Abonnenten hat, aber super nett zu mir ist und ich mich mit dem verstehe, dann würde ich da auch ein Video mit dem drehen, obwohl die Abozahl halt jetzt, sage ich mal, nicht stimmt. Weil man guckt heutzutage nur auf Zahlen und das finde ich einfach nur so bescheuert. Wenn man auf ein Event geht, da wird erstmal abgecheckt, okay, wer hat hier die meisten Abonnenten, an wen mache ich mich ran, von wem habe ich am meisten Profit? Und ich bin halt irgendwie gar nicht so und ich gehe auf solche Leute dann auch gar nicht zu, weil ich mir denke, die Leute denken ja dann wirklich, dass ich dann nur zu denen komme, um die auszunutzen. Und keine Ahnung. Also bei vielen klappt es ja auch, die kommen dann halt dahin und labern die voll, ziehen sich an den hoch und dann halt tschüss, so auf die Art und Weise. Und so Leute kann ich halt echt gar nicht leiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin generell so ein Mensch, ich rede halt echt nicht schlecht über YouTube-Kollegen und würde das auch niemals irgendwie in die Öffentlichkeit ziehen oder über andere YouTube-Kollegen lästern oder irgendwelche Hate-Videos drehen, weil sowas ist, finde ich, das Abartigste, was es gibt, gegen Kollegen zu schießen. Auch generell, wenn man Kollegen nicht mag, dann ist es doch so. Dann hält man sich einfach von denen fern, aber ich würde niemals in der Öffentlichkeit irgendwie Beef anfangen. Ich finde es auch generell richtig arm und peinlich, wenn man irgendwie ein Video sieht, was einem nicht so gefällt und dann so eine Reaktion drauf macht, wie es bei mir mal war mit diesem einen Gucci-Video. Ich meine, gut, kann ja vielen nicht gefallen haben. Kann ja sein, dass die meine Story einfach scheiße fanden oder keine Ahnung was, aber dann ein ganzes YouTube-Video drüber zu drehen und mich dann zu beleidigen und sonst irgendwas. Also ich fand es einfach lächerlich. Ich habe es mir nicht mal angeguckt, weil ich finde es einfach peinlich im Endeffekt, weil warum wollen Leute mit deinem Content Klicks machen und dich dann auch noch fertig machen? Macht für mich gar keinen Sinn. Ich würde niemals irgendwie ein Video drehen über jemanden, der mir nicht passt, wo ich eine Story sehe, die mir nicht gefällt. Ich würde nicht mal meine Zeit verschwenden, um das komplett anzugucken, um einen Daumen runter zu geben und dann noch gegen diese Person zu schießen. Ich finde sowas einfach nur peinlich. Das hat etwas damit zu tun, dass man halt mit seinem eigenen Leben nicht klarkommt wahrscheinlich und dann eben Content von anderen Leuten nehmen muss, der halt voll in die Höhe schießt, um sich dann über jemanden lustig zu machen. Ist für mich einfach nur dumm. Gibt es YouTuber, die für dich zu richtigen Freunden geworden sind? Ja, auf jeden Fall. Also mit Lisha und Lu habe ich sehr, sehr guten Kontakt und das sind wirklich richtig geile Leute. Und das sind wirklich, so sage ich mal, meine Freunde, mit denen ich auch privat rede. Dann gehört auf jeden Fall noch die Gamse dazu vom Kanal Miss Fashion and Creative. Und die ist auch wirklich so eine richtige Freundin von mir, mit der ich privat jeden Tag schreibe. Und wir sehen uns auch ab und zu. Und dann gehört auch noch Julia Groth dazu, mit der rede ich auch sehr, sehr viel privat. Und war es das eigentlich schon? Ja, ich glaube, das war es tatsächlich. Das sind so meine drei Leute, mit denen ich halt ja, im täglichen Kontakt stehe, sage ich mal, und mich halt auch austausche. Ich gucke hier gerade nochmal. Kann ja auch sein, dass ich irgendjemanden vergessen habe. Nee, aber ich glaube, auch mit Bloggern habe ich natürlich was zu tun, die mir sehr, sehr, sage ich mal, nahestehen. Aber ansonsten, die drei, würde ich schon sagen, gehören zu den engsten Freunden von YouTube. So, dann kommen jetzt die nächsten Fragen. Kennst du Dagi persönlich? Ja, ich habe sie schon mal gesehen. Kennst du Bibi persönlich? Nein, die habe ich noch nie gesehen. Was steht hier noch alles? Okay, jede zweite Frage hat irgendwie was mit Kinder und Schwangerschaft zu tun. Also manche fragen mich auch wirklich oder schreiben mir täglich oder schreiben mal unter mein Bild schwanger, 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 schwanger. So, wo ich mir denke, was soll das denn jetzt? Hallo? Sehe ich irgendwie schwanger aus oder ich habe auch mal in einer Story erzählt, dass ich mich voll schlecht fühle, dass es mir irgendwie morgens richtig schlecht ist und so weiter. Und da kam auch so, du bist bestimmt schwanger, mach mal einen Schwangerschaftstest. Und zu der Zeit hatte ich auch gerade meine Tage. Also klar, es hat nichts zu heißen, man kann ja auch schwanger werden, wenn man die Tage hat oder schwanger sein, wenn man die Tage hat. Aber wisst ihr, wie ich meine? Das ist wirklich, ich frage mich wirklich, ob Social Media nur noch darin besteht, wenn man einen Freund hat, Kinder zu bekommen und die Kinder in die Öffentlichkeit zu ziehen und dann das Leben zu zeigen, wie das Leben mit Kind ist. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ist das so interessant für euch? Und dann muss ja natürlich, weil jetzt momentan fast jeder schwanger ist, muss ich ja dann natürlich auch schwanger werden und sozusagen den Trend verfolgen. Natürlich ist es gar kein Trend, das weiß ich auch, aber ich habe das Gefühl, dass es bei den Zuschauern so ankommt, als wäre das irgendwie ein Trend und dass jetzt jeder YouTuber schwanger werden muss oder schwanger sein soll.
damit der Content gut ist, so auf die Art. Also das finde ich wirklich irgendwie blöd momentan und die Fragen nerven mich auch langsam. Weil ich habe euch gesagt, bevor kein eigenes Haus steht, möchte ich gar nicht über Kinder reden. Wenn mein eigenes Haus da ist, dann sehr, sehr gerne. Manu und ich wünschen uns auch Kinder, das fragen sich ja auch total viele. Ja, aber ich verstehe das einfach nicht, warum man dann sowas die ganze Zeit fragen muss und eine Person so damit bedrängen muss. Und so, ja, warum wirst du dann nicht schwanger? Und jetzt noch alle schwanger, warum bist du denn jetzt nicht schwanger? Wo ich mir denke, hallo Leute, geht's eigentlich noch? Manche wissen, glaube ich, gar nicht, was für eine große Verantwortung das ist, wenn man ein Kind in die Welt setzt. Die denken halt einfach so, ja, Fotos machen und hier und da Leben zeigen. Nee, das ist eben nicht so. Und man wirklich nur noch mit diesen Fragen bombardiert wird. Anscheinend, ja, ich habe echt keine Ahnung. Aber wie gesagt, bei mir ist es noch nicht so weit. Das dauert noch ein paar Jährchen. Wie gesagt, ich möchte erst mein eigenes Haus haben. Und dann kann man gerne, wenn man so viel Platz hat und alles, über Kinder sprechen. Aber jetzt noch nicht. Möchtest du Manu bald heiraten? Wenn ja, wie stellst du dir deine Hochzeit vor? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde heiraten eigentlich gar nicht wichtig. Ich finde es eher unwichtig. Ich würde auch kein großes Ding draus machen. Ich würde die Hochzeit auch ganz klein halten mit meinen engsten Freunden und Familie. Ich würde da gar nicht so eine riesen Feier draus machen, weil ich war zum Beispiel auch auf Hochzeiten schon oft, wo ich immer nur die Begleitung war von jemandem. Wo ich mich so frage, was habe ich eigentlich auf dieser Hochzeit verloren, wenn ich halt die Leute gar nicht richtig kenne. Und da habe ich mich immer so ein bisschen fehl am Platz gefühlt, weil, wisst ihr, wie ich meine? Und so eine Hochzeit will ich gar nicht haben, wo dann so Leute kommen, die ich eigentlich gar nicht wirklich kenne. Und ja, habe ich halt schon ein paar Mal miterlebt und da dachte ich mir so, bei meiner Hochzeit soll das anders ablaufen. Würdest du einen Fallschirmsprung machen? Nee, ich glaube nicht, weil ich glaube, da wird mir mein Herz stehen bleiben. Ich habe vor sowas echt so doll Angst, also generell von der Höhe. Also Höhenangst habe ich jetzt nicht, wenn ich irgendwo runtergucke, aber generell, wenn ich von, keine Ahnung, aus dem Flugzeug irgendwo rausspringen müsste, nee, ich glaube, da würde ich echt einen Herzinfarkt kriegen. Dritter Hund? Nein, definitiv nicht. Einen dritten Hund brauche ich nicht und möchte ich auch nicht. Bist du glücklich? Ja, ich bin definitiv glücklich. Würdest du gerne einmal zum Mond fliegen? Nein, weil wie gesagt, dieser Druck und generell diese G-Kräfte, die dann wirklich so im Bauch ausgelöst werden, ich glaube, das würde ich gar nicht aushalten. Weil ihr müsst euch mal vorstellen, man fliegt ja mit so einer Rakete dann hoch und was für Kräfte das im Bauch auslöst. Oh mein Gott, nee, will ich gar nicht dran denken. Ja, also ich scroll hier durch, jede zweite Frage, bist du schwanger, willst du ein Kind, wie viele Kinder willst du haben, willst du lieber ein Junge oder ein Mädchen haben? Leute, ganz ehrlich, wenn man doch schwanger ist, ist das doch scheißegal, ob Junge oder Mädchen, man soll sich einfach freuen, dass das Kind gesund ist. Oh Mann, ey. Hörst du Schlager? Nein, ich höre keinen Schlager, aber macht mir jetzt auch nichts aus, wenn irgendjemand Schlager hört. Wann wollt ihr euch ein Haus kaufen? Ja, ich hätte schon längst ein Haus gekauft, hätte ich was gefunden. Aber so einfach ist das halt eben nicht. Ich meine, du gibst ja für etwas sehr, sehr viel Geld aus und ich möchte dann schon, wenn ich so viel Geld reinstecke, meine eigene Konstruktion verwirklichen und mein Haus so bauen, wie ich das gerne hätte. Deswegen will ich auch gar kein Haus bauen. Kaufen, meine ich natürlich. Auf welches Drogerieprodukt könntest du nie verzichten? Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ja, auf Abschminktücher von BB könnte ich irgendwie nie verzichten, weil das ist so das Produkt, was ich immer wieder nachkaufe, gerade wenn ich in den Urlaub fahre oder kurz mal unterwegs bin, weil da schleppe ich nicht meine 500 Milliliter Bioderma-Flasche mit, sondern da kaufe ich mir immer diese Abschminktücher von BB, weil ich die echt super finde. Und das ist, glaube ich, so das Produkt aus der Drogerie, wo ich halt ohne nicht könnte. So, kommen wir dann auch schon zur letzten Frage, und zwar, was war dein Abiturschnitt? War jetzt nicht überragend, war 2,7, glaube ich, ja. Das war mein Schnitt, als ich abgegangen bin. Es war okay, war jetzt nicht der Burner, war auch nicht so schlecht, aber war halt in Ordnung. Ne? Ich habe euch ja erzählt, ich war halt zum Ende hin nicht so gut. Ja, das war es dann auch schon mit meinem kleinen Q&A. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat, dass ich euch viele Fragen beantworten konnte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim nächsten Video wieder und bis dann. Ciao!